Und weiter geht's im nächsten Part meines Playfallen Alan Wake Remastered. Mal gucken, was die Leute da unten veranstalten. Einfach mal meine Skriptseite lesen. Barry in der Lodge. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Ich bin drin! Das ist Barry, muss ja irgendwo sein. Die Tür ist zu. Und guck, irgendwas mal die Anderson-Brüder irgendwas veranstaltet, ne? Death Rally. Night Springs Video Game. Ist hier aber nichts gespawnt. Ist hier was gespawnt? Nope. Oh, ich möchte wieder weiter gegen Dingens kämpfen. Gegen Takens. Was ist denn damit? Kann ich da dran? Nope. Na gut, dann gucken wir mal, was die Anderson-Brüder verzapft haben da unten. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Der alte Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Der alte die alten Knacker. Guck mal, mit diesen Metallhammern, das haben wir im Manuskript ja auch gelesen, ne? In einer Manuskriptseite. Boah. In die Hand. Ich denke, ich werde Tom sehen. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskripte. Dort gebracht. Bewahrte er sie auf. Es wird Zeit, die Zeche zu zahlen. Okay. Vielleicht sollten Sie mal kurz rauskommen und uns unsere feindlichen Winterherrsche vermöbeln. Wo Sie doch so ein hartes Fröchchen sind, Mensch. Wir haben den Typen da eingesperrt, ja geil. Ich hätte da hoch, Mann. Na dann halt nicht. Ja, die ist ausgenockt. Tür auf. Hartmanns Büro. Und hier sind die ganzen Gemälde. Von der Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmanns Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. War alles auch hier? Guck mal, sieht aus wie Pestdoktor, ne? Das sieht ein bisschen aus wie Samara aus Ring. Also, das sieht aus wie ein Wendigo. Das ist wie ein Werwolf, Axtmörder. Mörder mit einem Ranch, das sind zwei Takens und das Manuskriptseite. Mod lässt Hartman im Stich. Hartman war nicht glücklich. Mod konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte zwei Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Tja, da sehen wir ja schon mal, Hartman war also der Boss von Mod. Was sind das für Hartmans Motiv, ey? Okay. Oh, das sind aber sehr gruselige Bilder. Also, Mrs. Wake, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er. Ihnen gegenüber? Aber nein, er schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja,
Was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Krass, wie krass eine Schreibblockade einem Schriftsteller schaden kann, mental und auch körperlich und alles, ne? Ist der Wahnsinn. Rudolf Lane ist ein interessanter Fall. Er war vollständig blockiert. Und offen gesagt wollte ich ihn schon als nutzlos abschreiben. Nachdem Wake eingetroffen war und angefangen hatte zu schreiben, veränderte sich etwas in Rudolf. Er produziert außergewöhnliche Arbeit von zunehmender Düsternis. Unglücklicherweise reagiert er auf keinerlei Anleitung. Und ich glaube nunmehr, dass er kein Schöpfer ist, sondern vielmehr ein Illustrator, jemand, der die Dinge aufzeichnet. Ich habe die Existenz einer solchen Rolle bislang nicht in Betracht gezogen, geschweige denn, was das bedeuten würde. Aber die Gemälde, die er hervorgebracht hat, sind informativ. Wenigstens ist er leicht zu kontrollieren und nützlich. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche über Wake sagen. Es ist frustrierend, dass die besten Subjekte immer so schwierig im Umgang sind. Rudolf, er ist bestimmt Medium, ne? Oder der kann halt, oder die, der fasst die Gedanken von Wake auf, ne? Die ganzen Bilder, die er von den ganzen Takens sieht, und dann bringt er das auf Papier. Das könnte sein, dass er das so aufschnappt. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich habe Wheelers Spur verfolgt und er kann euch hierher gegangen sein. Das bedeutet, dass Wake wahrscheinlich auch hier ist. Nightingale. Ja. Sie befinden sich auf Privatbesitz und ich lasse nicht zu, dass Sie meine Patienten stören. Ach ja, ich kann eine richterliche Anordnung besorgen. Wie würde das Ihrem Patienten gefallen? Oh, ich bin zutiefst von Ihrer ach so beeindruckenden Autorität eingeschüchtert, Agent. Hören Sie, Sie arroganter Snob, wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich dieses Tor einreiße und Sie ein bisschen durch die Gegend prügele? Agent Nightingale, erstens zeichne ich diese Konversation auf, also bedenken Sie Ihre Worte genau. Zweitens, haben Sie keinen Hinterwäldler vor sich, ich kenne das Gesetz. Und wenn Sie einen Richter dazu bewegen können, eine Anordnung zu erlassen, kooperiere ich gern. Aber das werden Sie nicht schaffen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jede weitere Kommunikation über meinen Anwalt zu laufen hat. Einfach unglaublich. Guten Tag. Guten Tag. Oh, gibt's keinen mehr? Okay. Turmmänner sind alle aus. Das ist Barry. Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Tja, sieht man mal, wie ein Arschloch der ist. Den scheiß Starschnitt. Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine, nein. Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Sie waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar im Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage.
Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Alan Wake, The Sudden Stop, The International Bestseller, der internationale Bestseller. Sudden Stop, satellitischer Stopp. Aber finde ich schon geil, der ist 1 zu 1 Maßstab, ey, der scheiß Starschnitt, ey. Na gut, und eine Thermoskanne haben wir aufgesammelt, dann holen wir auch noch Manuskriptseiten, ne? Die fehlen uns ja noch. Da sind sie ja. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. No, boah. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe. Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los. Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Das selbstgefällige Lächeln von ihm, ey. Das haben wir ja auch im Manuskript gelesen, wo der Hartman da aussperrt, ne? Also wir wussten nicht, wer das ist, aber jetzt wissen wir, dass das Dr. Hartman war. Hartman sieht wie Wake fällt. Dann siehst du, dann hat er uns bestimmt aus dem Wasser auch dann auch gerettet mit Sicherheit dann. Natürlich. Natürlich hat er uns gerettet. Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Treiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Arschloch, ey. Oh Gott, ich muss auch kurz den Sound leiser machen für mich. Okay. Au, au! Hä? Oh Scheiße, die Dunkelheit. Guckt euch das an! Die Dunkelheit holt mich ein. Mach die scheiß Tür auf. Oh, sind die ganzen Leute geflüchtet, ey. Na, kann man auch nicht so lang. Mach mal hier Dingens an. Sieht gut aus. Fehlt noch was. Ah, noch mehr. Komm schon. Einmal noch, dann machen wir uns auf den Weg weit nach Hause.
Au. Shit, ey. Gut, dass eine Fackel lag. Das ist immer eine Skriptseite. Hartmans Auftrag. Hartman wusste, er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Ich habe das Gefühl, alle Leute, die kreativ sind, seien es Künstler, Musiker oder halt wie Alan Rickman, Schriftsteller oder Regisseure, ich glaube, die alle werden von Colin Rake angezogen und in den Wahnsinn getrieben, ne? Kann das sein? Könnte sein. What's that up ahead? There's someone in the road. I think there's been an accident. It's someone in the road. Entweder ist es echt, entweder hatte ich einen Unfall oder. Oh no, Linda! Oh no! It was me on the road! Wait! Tell him to watch out for the truck! Watch out for the truck! My god, Mark? Truck? Was ein Truck? Das ist ein Time Loop, ey. Truck. Das ist ein Time Loop. Das heißt, die sind in Night Springs gefangen, ne? Die dürfen nicht entkommen. Also sie können nicht entkommen, sonst werden die in eine Zeitlupe gefangen und. Magic. Parlor tricks, smoke and mirrors. But for some, magic is more than that. It's a way of working the secret machinery of reality itself. And more than one member of that Eldritch Brotherhood can be found in Night Springs. Night Springs. Tonight's episode. What's in a name? What's in a name? We find an old man standing on an old, rusting, derelict bridge, leaning his bony frame against the cold steel. And though he looks idle, he is hard at work. His young apprentice attends to him, as good apprentices do. Yes, yes. Coming along nicely, don't you think, boy? Yes, Magus. Warte mal, ich muss mal eben, ich mach das Audio mal für die Stelle mal eben kurz lauter, damit ich richtig schön hören kann. Sir, we've been getting some complaints. Are you defacing the bridge? Oh.
I wouldn't do that. Sir, I can see the screwdriver in your hand and the scratches on the steel beams. You've been spotted doing this all over town. Yes, I have been very busy, but I'm no vandal, officer. Exactly. What are you up to, sir? He's writing his name on the town. The youngster is correct. I'm writing my name, my whole name, the entire and complete description of my soul on the town. I'm almost done. Yeah? Well, all I see is an old man tagging public property. Oh, I should bow down to the wisdom of your years. Words have power, young man. Names and titles especially. Uh-huh. And what's your name supposed to be? Tell him, boy. Tell him while I finish the carving. Officer, it's... Say my name, boy. Say it. Scott? Nine Springs, officer. But isn't that... That's the name of the town, isn't it? Yes, it is from now on. Wait, where'd he go? Where is he? Oh, officer. You know where he is. It's everywhere. You know what he is, don't you? I think you should get in your car and drive away. And remember which town you're serving. Your will be done, Magus. Yes. There are too many little towns to count, all of them with some little magic of their own. But some towns have more personality than others, and none more so than Night Springs. Dann noch eine Folge. Diese zwei Folgen sind übrigens neu, die gab es im Original nicht. Im Original liefen hier Commercials, also so Werbungen. Früher. Also die zwei Night Springs Folgen waren neu. Warum konnte ich mich an die nicht erinnern? Was hat er Audio? Ne, also. Und die war, darum waren die auch in Englisch, ne? Na gut, soll mich dann nicht stören. Ich habe ja alles verstanden. Okay. Ja gut, ich mach kurz hier ein kleines Päuschen und wir sehen uns im nächsten Part zu meinem Let's Play von Alan Wake Remastered. Bis gleich.